alles, was man sagt, steht geschrieben, ein Roa, Ozen Shomat, Vechol Maasecha Basefer Nichtavim. Das Auge sieht, die Ohren hören. Und all deine Taten werden in dem Buch eingetragen. Alles, gut, böse, wurscht, egal was. Ob du es im Zimmer gemacht hast, wo dich keiner gesehen hat, alles wird eingetragen. Nicht, dass du eine Sekunde denkst, dass Kadosh Baruch hier vielleicht nicht reinsehen kann. Lo, überhaupt nicht. Wie bitte? Gerade wenn man allein ist. Gerade wenn man allein ist. Deswegen ist auch die Halacha so, dass er zum Beispiel sowohl Mann als auch Frau gibt es eine Halacha, wie man sich anzieht. Na sicher. Na sicher, Leute, puh, alles aufgehen, nackt, FKK, hallo, wow, wow. Was ist? Kinder zu Hause, es gehen Leute zu Hause. Einmal kam ich zu jemandem nach Hause, nehmt die Putzfrau, gebt die Unterhosen. Mach doch Cholle, Nefesh. Bist du krank in deinem Schädel? Schaust du zu meinen Unterhosen? Geh, such selber erst, Mata, Leute, von Unterhosen schon ran, noch immer 30 Jahre verheiratet, ach ich. Die Putzfrau, die Arme, die schaut immer. Echt so, Mira? Ich rede nicht über Chilul Hashem. Ich rede nicht einmal darüber. Diese Jungen, Alter, wie sich verdammt, nicht einmal kein bisschen. Wie schaut das aus? Gerade weil eine Putzfrau zu Hause ist, muss man sich anständig benehmen. Mit Respekt behandeln. Dankeschön. Danke für alles. Immer. Es ist ganz, ganz wichtig. Es ist nicht selbstverständlich. Nichts. Was ist putzen? Bekommt jeder, wer soll sich putzen? Was? Man redet mit einer alten Frau, per Du. Ist ja deine Freundin, wo ist dein Respekt? Wenn deine Mutter eine Putzfrau wäre, hättest du gerne, dass man mit deiner Mutter so spricht? Sicher nicht. Sicher nicht. Genauso wie du nicht willst, dass man dich kritisiert, kritisiere nicht den anderen. Aber wie soll er lernen? Du bist kein Lehrer. Dafür gibt es Kadosh Baruch Hu. Du zuerst kritisiere dich selber. Selbstkritik üben. Es ist ganz wichtig, dass ein Mensch Selbstkritik übt. Wo bin ich nicht gut genug? Wo habe ich mich nicht? Da bin ich noch sehr schwach. Da muss ich mich verbessern. Stattdessen beschäftige er sich mit anderen Leuten. Schau, wie geht es? Ah, er ist kein Datia. Er ist so. Sie ist auch so. Schau, wie sie anzieht. Schau, ihre Röcke. Was ist das? Datia, Stolle. Ja. Ich rede über diese Leute, ja. Meistens sind das Leute, die religiös ausschauen, ja. Nicht religiös sind. Anstatt die Torah gut dazustehen, mit Liebe dazustehen, wird es als diktatorisches Buch dargestellt bei vielen Leuten. Leider Gottes. Das ist ganz wichtig, was man sagt, was man nicht sagt. Wisst ihr, bei einer Frau, der Unterschied zwischen Mann und Frau, der Mann vergisst schnell. Wenn die Frau sich entschuldigt, die Frau hat ihre Wege, er vergisst, akol beseder, shechianu. Aber bei einer Frau, wenn man eine Frau verletzt, am besten würde er selber seine Zunge ausschneiden, aber da war diese. Eine Frau vergisst nicht. Sie kann verzeihen, aber es kommt immer zurück. Es gibt also eine fette Narbe, so wie ein Chirurg, der gerade im Anfang seiner Karriere ist, so schier genäht hat, so eine fette Narbe auf dem Körper, so bleibt das. Ja, mit Schmerzen noch dazu. Eine Frau vergisst, der Zohar schreibt über 40 Jahre. Nicht. Ja, warum? Die Frau ist mehr emotional, so wie ich mich schon immer bin. Der Mann ist mehr gesagt, oder? Easy cheesy. Shantimanti, passt schon, geht schon, weiter geht's. Vergiss schon, was war gestern? Wie hat der Streit begonnen? Ich weiß nicht mehr. Nee. 2 Wochen reden nicht miteinander, er steht bei seiner Mutter. Schlombei. Lama, wie hat es begonnen? Voilà, nur so her. Warum? Weil das nicht wert ist. Wenn das was Wichtiges wäre, weißt du warum wieder? Und dann, weißt du wie? Sie hat meine Socken weggeschmissen, weil ich nicht aufgegeben habe. Deswegen ist das ganze Haus kaputt, Kinder weinen und du stehst bei deiner Mutter schon 2 Wochen und deine Mutter schimpft in ganz Kehla über deine Frau. Deswegen, für Socken? Kacha. Kennen Sie mal, das Krieg, sehr zu, weil ich sehe die Kinder, denk mal erst, wacht's auf, so schön, so gute Kinder, so gut erzogene Kinder. Ich weiß nicht, wer sie erzogen hat, kennt? Meistens ist es die Putzfrau gewesen. Ja? Irgendeine Gala oder irgendeine Nadia oder was weiß ich. Ja, auf einmal können die Russisch, beide können gerne Russisch, auf einmal das Kind kann Russisch. Von wo? Von der Putzfrau. Manieren alles, ja? Ja, viele. Es gab
Es gab ein Ehepaar, ein junges Ehepaar, zwei Kinder. Sie hatten Streit. Und der Streit war bedingt, dass sie Alltag, jeden Tag, kleinen Streit, da, dort, immer ein Streit. Immer ein Streit. Socken sag, Fernbedienung sag, was du willst. Es gab jeden Tag fast einen Streit. Okay? Die Frau war sehr, sehr, sehr angriffslustig. Sie war sehr, sehr, wie Pitbull gesehen. Und er war ein Dobermann auch. Ja? Zwei Rassen verschiedene haben sich getroffen. Sie war nicht bereit nachzugeben, er war nicht bereit nachzugeben und so weiter und so fort. Man hat sie gehört im ganzen Haus, wenn ich das nicht was nach. Daddy! Ganze Nachbarn, okay, schon wieder beginnt sie. Alle gehen zu Fenster, hören sich an. Den Film. So ein Kurzfilm, diese Streiterei. Ah, du bist so, deine Mutter, dein Vater, du bist so. Und geht schon. Weswegen? Wegen Kleinigkeit. Eines Tages konnte sie nicht mehr. Sie ist schon aus. Ja, von meinem Ende. Sie ist schon traurig, sie kann nicht mehr streiten. Es gibt schon dieses Zentrum. Ich kann nicht mehr. Ich auch nicht. Sie ging zum Rav. Sie ging zu einem Rav von der Kehila, um dieses Problem zu lösen, wie viel kann man streiten. Es gibt Leute, die können 30, 40 Jahre streiten, ja. Und noch immer zusammenleben. Das sind Leute, die sich lieben, aber sie beide haben nicht auf ihre Eigenschaften gearbeitet. Nicht daran gearbeitet, ihre Eigenschaften zu ändern. Da ist nicht viel zu ändern. Da ist meistens das Nachgeben und Ausdehnen. Das Problem ist gelöst. Sie kam zum Rav. Er sagt, weißt du, sie erzählt ihm genau, was das Problem ist. Und was sagt er darauf? Du musst deine Nerven loslassen. Das mache ich jeden Tag. Nein, nicht auf deinen Mann. Generell. Ah, okay. Wie mache ich das? Wie mache ich das? Er sagt dir Folgendes. Ich bin bereit, alles zu tun. Darauf helfen Sie mir, weil ich kann nicht mehr mit diesen Streitereien. Meine Kinder, sie tun mir leid. Sie können nicht lernen, sie weinen ständig, weil wir streiten. Ich habe verstanden, dass dein Mann immer irgendwelche Kritik an dir gibt. Das ist nicht so, das ist nicht gerade, das ist nicht okay. Niemals kommt ein gutes Wort von ihm raus. Es gibt immer diese, die kritisieren. Die können niemals ein gutes Wort sagen. Danke. Danke, mein Schatz. Was hätte ich ohne dich getan? Wann schätzt man die Frau? Wenn sie nicht da ist. Wo? Im Kreißsaal, im Spital, wenn sie Kinder bekommt. Sie kommt zurück, wie in einem Anschlag. Wie in einem Anschlag schaut es aus. Wäsche bis Decke. Geschirr, schon kannst entweder schmeißt du weg oder, weiß ich, in den Boden das Wasser, damit das Trockene runtergeht. Okay. Spritzt also auf die Wände von Gulasch, von das, alles ausgedrückt, du kommst nach Hause, bist selber schon kaputt von der Geburt, kommst nach Hause. Also jetzt muss ich als CSI einen ganzen Anschlag Tatort aufräumen. So, er sagt, wie ich verstanden habe, dein Mann tut dich immer klein machen. Er redet dich immer klein, er macht dich immer harmlos, gut, du bist nichts wert, das ist selbstverständlich. Und er verletzt dich immer. Was hast du schon gemacht? Was habe ich schon gesagt? Er sagt, weißt du, ich habe für dich eine super Lösung. Du sei weise und sag ihm, auf eine Art und Weise rede zu ihm zurück, weil ich sage dir, wie du zu ihm zurücksprechen sollst. Schreib nicht an. An erster Stelle schreib bitte nicht, okay? Beruhig dich. Okay, was soll ich machen? Kauf dir einen Holz, eine Holzlatte. Kauf dir Nägel, kauf dir einen Hammer. Diese drei Dinge, Holzlatte, Nägel und Hammer, nimmst du nach Hause. Jedes Mal, wo er dir was sagt und du willst auszucken, nimm eine Nadel. Bang, 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 bang und weiter. Jedes Mal, wenn du was sagst, du bist gerade dabei, Hammer, immer. Jetzt kommt sie nach Hause mit einer Latte, mit Nägeln, mit einem Hammer. Ihr Mann ist quasi mit ihm, er sieht das. Was hast du vor? Der Rav hat gesagt, ich soll so und so machen. Warum? Jetzt denkt er sich, die Männer fantasieren, wenn sie zu viele Filme gucken, dann denke ich so, okay, Hammer, Nägel, Latte, wenn die Latte voll ist mit Nägeln, dann bin ich geliefert. Aber warum, weshalb? Nein, passt schon. Wenn es fertig ist, sage ich dir. Nein, ich will es nicht wissen. Doppelseite. Jedes Mal, wenn er was sagt, sie kreischt die Zähne zusammen, schluckt runter und einen Nagel. Jedes Mal.
bis es ganz, 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 ganz voll wird. Es ist ganz, gibt es keinen Platz mehr. Du siehst die Holzlatte nicht mehr. Es ist alles grau von den Nägeln. Sie kommt mit dem zu wem? Zum Rav Kalfa. Gibt es noch eine Holzlatte? Er sagt, nein, nein. Jetzt nimmst du eine Zange. Und jedes Mal, wie sagt er hier? Jede gute Tat, die dein Ehemann tut, ja, nimmst du eine Nagel raus. Bis alle Nägel draußen sind. Besede, und dann, so hat sie es gemacht. Jedes Mal, wo eine gute Tat begangen hat, nahm sie eine Nagel raus. Tak, tak. Und Johann sieht jeden Tag, also er beginnt mehr, er sieht, aha, er macht eine gute Tat, sie nimmt raus. Er macht mehrere gute Taten, damit es schneller geht. Dick, 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 dick. Ja, weil der Mann sucht immer, was die Attraktion, Action, es geht schneller, ich mache langsam, wieder langsam, schneller. Er spielt, das ist eine Runde. So wie Hände, wenn ein neuer Hände hat, macht schneller gesehen. Er besucht diese Fantasie. Er beginnt bessere Taten, mehr Taten zu machen, die gut sind. Ja? Und sie nimmt immer mehr Nägel raus. Ja, was bist du eh fertig, gell? Was bist du fertig, gesagt, gell? Und er macht weiter und weiter und weiter und weiter, bis alles leer ist. Schau, du hast es geschafft. Wow, ja. Ich habe es geschafft, aber die Löcher sind geblieben. Sie sagt, ich habe es geschafft, aber die Löcher sind geblieben. So muss ein Mensch denken, bevor er etwas sagt. Du kannst sagen, ja, du hast dann gestochen. Und dann raus und sagen, Entschuldigung. Aber er verblutet gleich. Was Entschuldigung, was bringt das jetzt? Einmal kam jemand zum Chafetz Chaim und sagte, Kodarav, ich möchte Tshuva machen auf Lashon Hara. Wie mache ich das? Ich habe so viel gesprochen über viele Leute, ich weiß nicht mehr wer. Ah, du bist schon mal, das ist kein Problem, ja, sicher, sicher, mach mal. Geh jetzt, hol mir viele, viele, viele Papiere, Blattpapier, komm zu mir, ich zeig dir, wie du es machst. Jetzt, okay, er bringt, jetzt schreib alle Namen auf, die du kennst, an, über wen du gesprochen hast. Er schreibt, 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 so viele Blätter. Schreib, ich weiß so viele noch, ich weiß nicht mehr wer, okay. Jetzt nimmst du diese Papiere, reißt sie, zerreißt sie komplett, bis sie ganz klein wird. Und dann ist fertig? Mach, mach mal. Er denkt sich, es wäre unglücklich. Schack, 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 so klein wie möglich. Er sieht, so ein Sack ist geworden, mit kleinen Papierteilchen. Er sieht, geh rauf, hier auf dem Dach, nimm das vom Sack raus und schmeiß es so in der Luft. Und dann ist fertig. Mach mal. Er steigt rauf, er macht das, er kommt zum Kudarab, ich hab's geschafft. Jetzt geh und sammle alles auf. Wie soll ich das aufsammeln? Genau. Das ist die Antwort über deine Tshuva. Du redest über jeden hier. Du redest über den, über den, über den. Es gibt einen, der möchte übersiedeln in ein anderes Land. Er hat nur daran gedacht, in Betracht gezogen, als Idee. Er möchte übersiedeln, zum Beispiel nach Israel. Sofort diese Person, die ganze Kehle redet darüber. Ey, wer will wieder gesehen fliegen? Rufen die Verwandten, was, du sagst es nicht, wir müssen das von fremden Leuten? Ja, hallo, hallo, ich habe nichts gesagt, hallo, hallo, oh, oh, oh. Streit entsteht. Balagan. Warum? Wie irgendeine Person ihren Mund nicht halten konnte. Und dann wundert man sich, warum es Probleme gibt. Dann wundert man sich, warum es Probleme auf dieser Welt gibt. Weil wir es verursachen in unserem Mund. Wie gesagt, sagst du was Schlechtes, kommt das raus und verursacht Böses auf der Welt, Negatives. Ja, jetzt ist Delta. Delta ist schon Geschichte, wisst ihr das? Jetzt gibt es eine neue Variante, Baruch Hashem. Lateinamerikanisch. Salsa, nein. Lambada heißt sie, oder Lambda irgendwie. Neue C37. Lambda, ja. Schon 80 Fälle gibt es, das steigt noch. Leute denken, ah, oh, jetzt verbessern wir Party machen. Diese Party, kakoi Party, welche Flüge, welche was. Die Leute checken das nicht. Solange wir uns nicht ändern, wird es nicht zu Ende sein. Es wird immer weiter, immer, immer, immer und immer wieder. Es gibt so viele Alphabeten auf der Welt, kann man alles machen. Es gibt Latein, es gibt genug Sprachen. Jetzt ist Delta, Gamma, Pama, alle diese Buchstaben, alles kommt. Es gibt noch Lateinamerikanische noch. Was spricht? Lochasse. Kadosh Baruch sagt, solange ihr es nicht versteht, dass in eurem Mund die Kraft ist, etwas zu ändern, etwas zu korrigieren, werde ich euch nicht in Ruhe lassen, bis ihr es checkt.
Leute denken, ich kann sagen, was ich will und es passiert mir nichts. Auch wenn man einfach so, es gibt immer diese Mythe, oh, ich liebe diese Mythe, die zucken, wenn sie schon Acker sehen, möchten ihren Töchtern wehtun. Oder die Kinder, wenn sie nicht auf sie hören, ja, aber dann, wenn die Mama nicht da ist, dann werde ich sie weinen. Weine ich doch, meine Lieber, ja. Mama, warum sagst du so? Muss ja, oh! Man darf es nicht sagen. Das müsst ihr euren Müttern sagen. Okay, ja? Oder zeigt sie diese Schuhe. Es ist sehr gefährlich. Warum? Meistens sagt man das aus Zorn, wenn man schon nicht mehr kann. Wenn man sieht, man kann nicht mit der Tochter schon reden, dass sie ihr Zimmer schon aufräumt, ja? Dass alles hin und her geschmissen wird. Was soll das sein? Wie willst du morgen eine Frau werden? Wie willst du morgen einen Haushalt führen? Wenn sie einen Haushalt führt, sie wird Profi sein, keine Sorge. Ja? Es gab eine Frau, kennt sie die berühmte, es gab einen Anschlag in Israel, in Jerusalem, glaube ich. Wo war das? Das war in Israel irgendwo, in einem Restaurant, in einem Pizzarestaurant, riesengroßen Pizzarestaurant namens Sbarro. Das wurde so publik, dieses Anschlag. Wieder diese feigen Palästinenser, die Terroristen, ja, die haben das verursacht. Das war in Jerusalem. Es gab eine Frau, sie hieß Frau Frieda Mendelssohn. So hieß sie. Und sie war sehr, sehr aktiv in der Kehila in Jerusalem und hat Shiurim organisiert für Lashon Hara, für das, für dies und jenes. Und eines Tages musste sie zu einer Blutabnahme gehen. Und sie war eine Person, sie war nie in ihrem Leben in einem Restaurant. Niemals! Sie war immer so ein Hausmensch. Eines Tages hatte sie eine Blutabnahme und wir wissen, man muss, wie bleiben? Nüchtern von der Blutabnahme. Man darf nichts essen, nichts trinken. Und jetzt, wenn du gehst in einer Blutabnahme nüchtern, du kommst hin, hast um 9 Uhr Termin, du musst nüchtern sein, darfst nicht trinken, nichts essen, gar nichts. Bis du Blutabnahme machst, 11, 12 bist schon draußen, du bist zitterst vor, du bist durstig, du hast Hunger nach Hause. Und sie hat sich immer vorbereitet, ein Sandwich oder irgendwas mitzunehmen, ein Kornspitz oder irgendwas, damit sie dann was zu essen hat, wenn sie fertig ist. Aus irgendeinem Grund hat sie beschlossen, an dem Tag nichts mitzunehmen. Sie ging einfach so vom Haus. Sie ging einfach so raus von dort. Sie ging zur Blutabnahme, beendete die Blutabnahme, war zu Ende und sie war jetzt hungrig, war durstig. Sie hat sich ein bisschen schwindelig gefühlt und sie ist vorbeigegangen bei einem Restaurant namens Sbarro. Sie ging vorbei, setzte sich kurz hin. Aber davor, bevor sie rausging, einen Abend davor, sprach sie mit ihrem Mann, mit ihren Kindern, sie waren bei ihr. Die Tochter hat ihr diesen Termin organisiert, damit sie eine Blutabnahme machen kann. Und sie sagt, weißt du, und die Tochter sagte, Mama, du, weißt du, ihr seid schon nicht mehr jung, man muss diese Blutabnahme machen und so weiter. Ja, weißt du, meine Liebe, sagt die Mutter jetzt, mein Wunsch ist es, dass ich, wenn ich sterben sollte, dann soll mich Kadosh Baruch Hu nehmen, auf so eine Art und Weise, damit ich keine Chibut HaKever bekomme. Was heißt Chibut HaKever? Wie ich das einmal erklärt habe, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, dass wenn ein Mensch begraben wird, diesen Weg von Grab nach Himmel, der ist sehr, sehr gefährlich. Da kommen alle Schädlinge. Er sagt, von dieser Zeit habe ich Angst. Wäre schön, wenn ich sterben würde, wenn Kadosh Baruch Hu meine Seele nehmen würde, ohne so zu sterben, das wäre mein größter Wunsch. Alweil, wenn sie kache ikre. Ich wünschte, es wäre so. Mama sagt, die Tochter sagt, ja, sagst du, die Mama, Alter, geht dir. Und der Mann sagt, warum redest du so? Schatz, ist nicht schön. Nein, es war nur so ein Wunsch. Sie ging zu diesem Restaurant, sie war schwindelig, sie hat sich hingesetzt. Sie wollte was essen, wollte was trinken. Sie saß sich hin, dort im Restaurant, und daneben, zwei Tische weiter, saß ein Araber mit einem Rucksack. Und er hat sich in die Luft gesprengt. Und wir wissen, dass wenn jeder Mensch, der stirbt, weil er Jude ist, kommt in Gan Eden ohne Din, ohne Chibut HaKever. Direkt. Keiner greift den Mann. Auch wenn er im Dunkel. Jeder. Egal wer. Alle Shoah, verstorben, alle Gan Eden.
jeder, jeder Soldat, der stimmt, weil er Jude ist, Gan Eden. Ohne Din, ohne nichts, 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 einfach direkt. Von hier gleich nach oben, direkt. Keiner greift den Mann. Er wird auch begleitet, wie Delegation. Parallel zu diesem Ereignis, ihr Mann war in Gabai in Bet Knesset, kam eine Frau und sagte, ich möchte einen Platz erwerben in Bet Knesset, für mich. Er sagt, schauen Sie, ist alles überfüllt, es ist alles ausverkauft. Er sagt, ich will einen Platz erwerben, jetzt. Er hat gedacht, sie macht Spaß. Also schauen Sie sich an, nehmen Sie jeden Platz, den Sie möchten, welchen Sie möchten. Sie ging hin, her. Genau zur selben Zeit passierte dieser Anschlag. Genau zur selben Zeit, paar Minuten FDL, Unterschied. Sie sagte, diesen Platz will ich haben. Was stand auf dem Platz? Frieda Mendelssohn. Und genau zu dieser Zeit wurde dieser Platz frei. Aufpassen. Lo yachel devaro. Kechol hayotze mipiv yase. Hört genau zu, was für Kräfte wir haben. Wir überschätzen es nicht einmal. Ein Mensch, der Acht gibt auf seinen Mund, was er von sich gibt, lo yachel devaro. Er macht aus seinen Gesprächen nicht Chol, nicht Unnötiges, nicht Nütziges. Kechol hayotze mipiv yase. Miase. Alles, was aus seinem Mund kommt, wenn derjenige so ist, dass er aufpasst, was er sagt. Alles, was er von seinem Mund gibt im Nachhinein, Yase, wird gemacht. Von wem? Von Kadosh Baruch. Warum? Weil du ihm ähnlich siehst. In dem. Sehr chidosh von diesem Person. Bitte schön. Wenn man, wenn es, ja, es besteht die Möglichkeit. Wir müssen aufpassen. Gechola yotzenipiv yase. Sowohl gut, als auch nicht gut. Deswegen müssen wir aufpassen, was wir sagen. Wir müssen aufpassen, wem wir was sagen. Am besten ist es, schlucken, runterschlucken. Dann hast du dir so viele Probleme erspart. Jeder Zombie, wir befinden uns jetzt in Ben Amitzarim. Jetzt ist die Zeit, wo wir zu Gott sprechen können. Benutzen wir das. Wir müssen unsere, wenn wir Tränen haben und weinen für ihn, nie zu diesen Tränen und weinen für Am Israel, weinen für Bet Mikdash, weinen für Moschech, damit er schneller kommt, damit wir erlöst werden. Todarabani, Kulam Shabbat.